Wir sind live. Hallo zusammen da draußen. Die nächste Session in der Open Ed-Reihe. Zu Gast ist heute Ben Paul. Hallo Ben von Anti-Uni.com. Hallo Anja, danke, dass ich da sein darf. Ist Ben Paul ein Künstlername oder ist das ein richtiger Name? Das ist quasi mein richtiger Name, also mein langer Vorname ist Benjamin, aber es hat sich jetzt so in den letzten Jahren zu Ben entwickelt. Sehr schön, es ist cool, irgendwie schon international angelegt. Und zu Gast, nicht zu Gast, sondern einer der Mitgastgeber ist Markus Daimann an der Fernuni Hagen. Hallo Markus. Ja, hallo Anja, danke, dass ich auch weiterhin mit dir die Open Ed-Reihe herausbringen darf. Freue mich auch auf unser Gespräch heute mit Ben. Und dann starten wir gleich, genau. Ben, du hast die Anti-Uni gegründet. Jetzt werden wir erstmal versuchen, da irgendwie herauszuarbeiten, wie es dazu kam. Und zwar versuchen wir das Ganze mal jetzt nicht als Teaser für andere, die deinen Weg nachschreiten sollen, sondern mal als Erklärung für die Bildungsbürger da draußen. Wie kam es dazu, dass du dem alten System abtrünnig wurdest und dann irgendwie dich irgendwie auf neue Pfade begeben hast? Es fing eigentlich damit an, dass ich immer sehr konformistisch war und so auf dem traditionellen Karrieretrip. Und das hat sich dann so gezeigt, dass ich eben Abi gemacht habe und danach an eine recht gute Uni gegangen bin. Und habe dann irgendwann gemerkt, als ich so in der Uni drin bin, dass meine Erwartungen, die ich an die Uni hatte, was zum einen war, dass ich diskutieren wollte, ich wollte viele verschiedene Facetten quasi kennenlernen und irgendwie verstehen, wie einige, also ungefähr verstehen, wie unser System und wie die Welt funktioniert. So, das war eine Erwartung, die ich hatte. Dann wollte ich Dinge lernen, die relevant für mich sind, also wo ich sehe, okay, das lerne ich jetzt, das bringt mir was, weil ich das später anwenden kann und dass ich damit auch was tun kann, was für mich irgendwie was Sinn ergibt, was für mich irgendwie. Und das waren eigentlich so meine zwei Haupterwartungen, die ich an die Uni hatte. Und die wurden dann nach so einem halben Jahr, habe ich dann gemerkt, dass sie nicht wirklich erfüllt sind. Und ja, dann hat mich das so ein bisschen zur Unipsychologin irgendwann geführt, sodass ich dann kurz vor einem Burnout stand und dann gemerkt habe, okay, ich muss was ändern. Und habe dann mir ein Jahr Pause genommen und dann quasi zum ersten Mal bin ich so ein bisschen rausgezoomt aus diesem ganzen gesellschaftlichen Druck oder den Erwartungen, denen ich ausgesetzt war und mit denen ich so aufgewachsen bin. Also das waren quasi. In der Schule, wenn du Abitur machst, dann erwartet prinzipiell erstmal jeder von dir, dass du studierst. Und als ich mir dann dieses Jahr Pause genommen habe, hatte ich dann echt mal Zeit, so von außen drauf zu gucken, was es mit mir macht und was überhaupt bei mir da ist. Und dann, genau, sind bei mir ganz viele Sachen hochgekommen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt Jura machen. Ich möchte irgendwie was viel Freieres, was Kreativeres machen und auf meine eigene Art und Weise lernen. Und ja, dann genau, hat sich das so weiterentwickelt, dass ich dann überlegt habe, internationale Beziehungen zu machen. Und also genau, dieses Auslandsjahr vielleicht noch. Da war ich in Nicaragua, habe da einen Freiwilligendienst gemacht und das war für mich so eine Zeit, wo ich einfach mal durchatmen konnte. Und dann dachte ich, ich nehme mir International Relations vor als Studiengang. Und hab dann aber überlegt, okay, wo lande ich eigentlich damit später? Und dann sind mir so Organisationen eingefallen wie die UNO, die EU und so weiter. Und dann dachte ich, okay, in einem bürokratischen Apparat möchte ich jetzt doch nicht unbedingt landen. Und dann dachte ich, okay, ich möchte mein eigener Boss sein und bin dann auf Entrepreneurship slash Unternehmertum gestoßen und dachte, okay, dann möchte ich jetzt lernen, wie ich Unternehmer werde, wie ich mein eigenes Projekt starten kann. Und da bin ich natürlich auch wieder auf die Uni gekommen und bin dann durch Europa gefahren, habe mir ganz viele Unis angeschaut, Studiengänge wie International Business, auch Entrepreneurship-Studiengänge und habe dann da gemerkt, dass eigentlich die Uni mir in dem Bereich überhaupt nicht wirklich weiterhilft, weil das teilweise sehr weit weg war von der Praxis und mir gar nicht wirklich die Tools gegeben hat, um wirklich konkret ein Projekt zu starten. Und dann bin ich in so ein Praktikum reingeraten bei vier jungen Gründern in Berlin und habe da zum ersten Mal gemerkt, okay, wow, so fühlt sich das an, wenn ich eigene Geschäftsideen umsetzen kann, eigene Projekte machen kann und wirklich anpacken kann. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist eigentlich genau die perfekte Art und Weise für mich zu lernen. Und dann habe ich mich entschlossen, das weiterzumachen. Das ist jetzt mal so die Kurzversion, sage ich mal.
Du hast jetzt eben gelacht, weil wir hier im Textchat noch ein bisschen die anderen austauschen. Okay. Was, du bist also jetzt irgendwie, versuchst du Unternehmer zu werden, du hast dich so auf den Weg gemacht, was in den USA eigentlich schon viele machen, irgendwie so dein, wirklich so ein eigenes Projekt zu finden, dich selber so zur Marke aufzubauen und einen Blog zu führen und so nach und nach da reinzuwachsen. Du lebst im Grunde auch jetzt schon von deiner Tätigkeit, ne? Also du versuchst quasi, während du arbeitest, dich weiter zu qualifizieren. Was ist so dein Traumjob, wenn du so denkst, irgendwie, da würde ich gerne hin? Was ist das so, wenn du so träumst? Wie siehst du dich da? Ich habe gar nicht so wirklich einen Traumjob. Also was ich versuche, ist, mit den Sachen, die ich gerade mache, mich einigermaßen zu finanzieren. Also ich arbeite noch fürs Idea Camp, bei dem ich das Praktikum gemacht habe. Mit denen arbeite ich nach wie vor zusammen. Da kommt so ein Teil meines Einkommens her und dann durch meine eigenen Sachen, also dass ich jetzt Vorträge ab und zu gebe und so weiter, kommt auch ein bisschen was rein. Über den Blog auch minimal. Das Geld steht aber gar nicht so im Zentrum, sondern was mir eigentlich wichtig ist, ist das Lernen. Das heißt, ich glaube, dass so die Anfang, gerade der Anfang der 20er Jahre ist für mich jedenfalls dafür da, um einfach super viele Dinge auszuprobieren, super viel zu lernen in verschiedenen Bereichen. Und diese Sachen mache ich eigentlich nur quasi, damit ich, ja, dass ich mich so einigermaßen über Wasser halten kann oder davon ganz gut leben kann und mich dann eben den Dingen einfach widmen kann, auf die ich Bock habe. Und was dann so aussieht, dass ich für Menschen viel arbeite, also ich suche mir Menschen, die ich inspirierend finde und versuche irgendwie an die ranzukommen und dann mit denen zu arbeiten, um einfach von deren Erfahrung zu arbeiten, also so ein bisschen wie dieses Schüler-Meister-Verhältnis. Weil ich kann einfach immer nur in einer bestimmten Geschwindigkeit eigene Erfahrungen machen und wenn ich von den Erfahrungen anderer lernen kann, dann ist es einfach großartig für meine Lerngeschwindigkeit. Und das heißt, ich habe gar nicht so wirklich einen Traumjob. Für mich ist mein Traumjob was, wo ich gleichzeitig super viel lerne, wo ich merke, dass ich was mit dem, was ich tue, was gebe und anderen Menschen damit weiterhelfen kann und gleichzeitig mein Leben damit finanzieren kann. Das ist so mein grob umrissener Traumjob, würde ich sagen. Also Lernen als Ziel sozusagen. Das, genau. Ich möchte eigentlich unendlich weiter lernen. Ja, sollten wir ja eh alle. Wie gehst denn du dabei vor? Also wenn du nicht so angeleitet wirst durch irgendein Curriculum oder durch irgendwelche weisen Menschen, die dir so den Weg zeigen, woher weißt du, dass das jetzt der nächste gute Schritt ist für dich? Wie entscheidest du sowas? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Da helfen mir zum Beispiel meine Mentoren. Also ich habe in verschiedenen Lebensbereichen suche mir immer wieder Menschen, die mehr oder weniger da sind, wo ich mal hin möchte und frage die dann zum Beispiel, was für Bücher sie beeinflusst haben oder mit wem ich sprechen sollte oder was für einen Workshop oder ein Seminar ich vielleicht besuchen sollte und hole mir so einfach so ein bisschen eine Idee, was der nächste Schritt sein könnte. Gleichzeitig habe ich mir selbst so ein Curriculum erstellt, was so aus drei Säulen besteht. Die erste Säule ist einfach an konkreten Projekten zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite an meinem Blog und lerne natürlich über den Blog, über meine Arbeit mit dem Blog, lerne ich ganz viele verschiedene Dinge und baue mir Skills auf. Das heißt, es ist im Bereich Schreiben. Ich verstehe, wie Online-Marketing funktioniert. Ich verstehe, wie man online irgendwie Beziehungen aufbaut zu Menschen, wie man E-Mails schreibt und so weiter. Das sind ganz viele Skills, die ich quasi allein dadurch schon aufbaue. Das ist so dieser Macherteil. Der zweite Teil ist dann so der Teil, wo ich mir den Input hole. Das heißt, da besuche ich Seminare, Workshops und mache jetzt gerade zum Beispiel eine Trainerausbildung in gewaltfreier Kommunikation. Und genau, lese eben super viele Bücher. Also ich versuche pro Woche so mindestens 1 bis 3 Bücher zu lesen, die dann für mich zusammenzufassen und dann auch an meine Leser weiterzugeben, im besten Fall den Inhalt. Und die dritte Säule nenne ich Reisen und Personal Development. Und da versuche ich immer wieder Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe, also aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und dazu gehört zum Beispiel Reisen, dazu gehört es, Vorträge zu halten, vor denen ich mega Schiss habe. Dazu gehört es, auf Menschen zuzugehen, die viel, viel weiter, viel erfolgreicher sind, in Anführungsstrichen, als ich, und versuchen, mit denen irgendwie in Verbindung zu kommen. Und da immer wieder so auch meine persönliche kleine Wohlfühlzone zu verlassen. Genau, das ist so grob umrissen, wie ich lerne. Sehr gut, sehr schön. Markus, was denkst du denn, wenn du das so hörst?
Ja, also mich als Bildungswissenschaftler geht da schon ein Stück weit das Herz auf, wenn ich das so höre. Und ich kann es auch gut nachvollziehen, also im ersten Teil deiner Lebensberichte, Ben, weil ich denke, du hast ja im Bologna-System studiert und dann noch Jura, also das sind ja, zwei Dinge, die dann eher weit weg sind von einem Bildungskonzept, wie wir es ja hier in Deutschland mal hatten. Und da gibt es ja eben aktuell auch eine Riesendebatte oder immer noch zur Bolognese-Misere. Und also was mir da gerade auffällt ist, ich fühle mich da so erinnert an diese Kaffeehauskultur, so zu Zeiten der Aufklärung, wo Menschen sich zusammengetan haben, auch außerhalb der Universität und auch diskutiert haben, Bücher besprochen haben in so Kaffeehausgesellschaften. Ich denke, das ist genau das, was du machst, jetzt aber in Digitalien. Ja. Und auch dieser Punkt Reisen und Austauschen. Also ich finde es ganz toll, weil das genau dieses Bildungsverständnis ist, was ja auch auf Wilhelm von Humboldt in Berlin zurückgeht, also diese Auseinandersetzung mit der Welt. Und kriege ich ja nur, wenn ich eben auch die Welt bereise. Also da gibt es ja diese berühmten Bildungsreisen von Goethe und andere Leute kennenlernen. Und ich finde es ja, auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite halt traurig, dass unser Hochschulsystem jetzt auch durch die Bologna-Entwicklung so restriktiv und so verkümmert ist, dass Menschen erstmal so einen halben Burnout oder einen ganzen brauchen, um da wieder hinzukommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Aber jetzt genug, jetzt auch nochmal eine Frage, und zwar hast du noch irgendwie Kontakt zu deinen ehemaligen Kommilitonen oder hast du da irgendwie auch mal Versuche unternommen, das Unisystem weiterzuentwickeln oder, also wie ich es verstehe, hast du dich dann ja eher rausgezogen und dein eigenes Ding gemacht, was ja total nachvollziehbar ist, aber das, oder, also ist dir die Uni jetzt soweit egal oder versuchst du da irgendwie auch noch Kontakt zu halten? Also ich habe noch Kontakt zu so meinen besten Freunden aus der Zeit, einen ziemlich guten Kontakt, besuche die auch regelmäßig, gerade vor 2 Wochen in Hamburg und ja, das ist großartig. Tausche mich weiter mit denen aus und verfolge auch den Weg, natürlich. Jetzt war ich an so einer kleinen Privatuni damals, also an der Bucerius Law School war ich für ein Jahr. Und ich glaube, es ist ziemlich schwierig, quasi das Unisystem von innen raus zu verändern, weil es einfach Systeme diese Angewohnheit haben oder dieses Charakteristikum, dass sie sehr starr sind, aus meiner Erfahrung, und sehr langsam quasi sich nur verändern lassen. Und mein Ansatz ist eben mehr jetzt zu schauen, okay, was ist eigentlich so mein kleines Lernsystem, was ich mir aufbauen kann, was einfach flexibler ist, was ich anpassen kann. Und genau, das heißt, mein Ansatz ist quasi eher was zu schaffen, Alternative zu schaffen oder eine Inspiration zu schaffen für Menschen, die sie so stark inspiriert, eben ihre Bildung quasi in die eigene Hand zu nehmen und nicht mehr auf diesem Bildungssystem nur quasi, wie sage ich das, also sich zu sehr auf das Bildungssystem zu verlassen, sondern das quasi in die eigene Hand zu nehmen und die eigene Bildung eben entweder zusätzlich zum Bildungssystem oder eben auf die Art und Weise, wie ich das mache, komplett losgelöst davon in die Hand zu nehmen. Und ich fand es ganz schön, was du angesprochen hast vorhin, dass eigentlich ja, also was ich gerade sehe, ist, dass die Universitäten und Hochschulen vor allem Spezialisten ausbilden. Und wenn wir uns anschauen, was Universität eigentlich heißt, also Universitas kommt aus dem Lateinischen, das ist ja eigentlich eine allgemeinbildende Institution sein soll, die dir so eine Idee gibt davon, wie die Welt funktioniert und dich nicht zu einem Fachidioten, sag ich mal, ausbildet, der in einem Gebiet spezialisiert ist. Und das ist genau das, was ich so ein bisschen versuche, weil ich glaube, für mich besteht Bildung aus zwei Teilen. Das eine ist so dieses abstrakte Wissen zu haben, wie die Welt funktioniert, und das andere ist einfach Hands-on-Erfahrung zu sammeln, also durch quasi Lernen durch Erfahrung. Und genau die beiden Teile finden aber nicht wirklich an der Uni statt, aus meiner Erfahrung. Kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Also was wir, ich bin ja auch Betreuer im Studiengang, also wir versuchen ja schon ganz stark diese fachliche Ausbildung, und was du mit Hands-on-Erfahrung beschreibst, ist ja der Bereich einfach Persönlichkeitsbildung, dass ich auch reife und durch meine Erfahrung mit der Welt
dann auch so einen Standpunkt, meine Meinung vertrete. Und das finde ich, das machst du ja auch gut mit dem Bereich Vorträge halten, denke ich. Mhm. Also dass ich wie vor Publikum meine Meinung artikuliere und dazu Stellung beziehe. Und das ist ja eigentlich auch, was mit Bildung immer mit gemeint ist, dass ich eben einen reflektierten Selbstbezug habe und mich in der Welt entsprechend auch artikulieren kann. Auch genau wie du angesprochen hast, du hast Schiss vor Vorträgen, aber das ist genau der Prozess, den jeder eigentlich durchläuft, sich da zu entwickeln und dass die Vorträge dann immer besser werden. Genau. Du hast ja auch so ein bisschen auch so diesen pädagogischen Ansatz, sage ich jetzt mal, indem dass du deine Erfahrungen über den Blog halt auch mitteilst und dich auch in sonstige Kontexte so reinbegibst. Jetzt am Wochenende zum Beispiel ist auch eine große Konferenz, wo du auch bist, glaube ich, hier in Berlin, ne? Zu den digitalen Nomaden ist das. Ja, genau. Also du begibst dich rein in diese Kontexte, tauschst dich aus mit anderen. Hast du das Gefühl, also ich meine, es ist ja relativ trendy im Moment, so aufs Bildungssystem zu schimpfen. Hast du aber das Gefühl, dass es tatsächlich, dass du Gleichgesinnte findest, auch neue Leute, die das als eine mögliche Variante ihres Lebens sehen? Oder herrscht nicht doch eher noch im Moment so die Prämisse vor, dass man doch lieber erstmal ein Studium irgendwie absolviert, vor sich selber. Also ich sehe bei der älteren Generation, die haben oft sehr viele Bedenken quasi bei dem Weg und meine Eltern haben das auch lange Zeit sehr kritisch gesehen. Was aber so die junge Generation angeht, die sind sehr offen und ich bekomme mittlerweile jeden Tag so 10 bis 20 Mails von jungen Leuten, die das total cool finden und die auf ähnliche Art und Weise auch lernen, die sich dann. Und ich meine, mein Blog ist quasi so wie so ein Supermarkt. Das heißt, ich berichte da mehr oder weniger über meine Erfahrungen und stell dir vor, du stehst halt vor dem Supermarktregal und dann pickst du dir eben das raus, was für dich passt. Das heißt, mein Ziel ist nicht, dass jetzt jeder anfängt, komplett ohne Uni seine Bildung in die Hand zu nehmen, sondern vielmehr ist es so, möchte ich eigentlich so dieses Mindset oder diese Glaubenssätze, okay, Bildung kann nur im System funktionieren oder Bildung funktioniert nur so und so und nur so und so komme ich an mein Ziel, wenn ich einen Abschluss habe. Das möchte ich eigentlich so ein bisschen verändern. Und da merke ich bei jungen Menschen, dass ich jetzt, dass sich da echt was tut und dass viele das selbst in die Hand nehmen wollen, indem sie sich Praktika suchen, die sie cool finden, indem sie auch diesen Ansatz nehmen, okay, ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich inspirierend finde, von denen ich lernen kann oder ich versuche, was Eigenes auf die Beine zu stellen, ich versuche, einen eigenen Blog zu starten, und so weiter. Und ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis, je älter der Blog wird, desto mehr junge Menschen kommen eigentlich so in meinem Kreis, die entweder gar nicht auf der Uni waren oder die neben der Uni versuchen, ein Unternehmen aufzubauen oder die sich in NGOs engagieren und die eben alle merken, dass genau durch diese Dinge, die sie da tun, dass sie da oftmals viel, viel mehr Praktisches jedenfalls lernen, als sie das in den Vorlesungen an der Uni tun. Mhm. Das heißt, da ist gerade bei der jungen Generation echt so eine Unzufriedenheit bei einigen mit dem System und einfach eine Suche nach Alternativen. Darf ich da direkt mal nachhaken? Und zwar würde mich mal interessieren, weil ich bin ja jetzt total drin im System, im Unisystem und kenne eben diese alternative Szene nicht so gut wie du, Ben. Und mich würde es mal interessieren, wenn man es jetzt auch nochmal so vergleicht mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dieser Kaffeehauskultur, siehst du da jetzt schon so eine Art Bewegung, wie weit ist man da und würdest du das als Ziel beschreiben, dass man so eine Bewegung braucht, jetzt auch für dich, wo man sagt, ja, ich bin nicht allein, weil jetzt erstmal hast du wahrscheinlich noch eine hohe intrinsische Motivation und es läuft ja alles, aber es ist jetzt auch nur spekulativ von mir, aber es könnte ja mal der Punkt kommen, wo du eher vielleicht da nicht mehr so motiviert bist, brauchst du dann so eine Bewegung, die einen hochzieht, also so wie früher. Wie ich das verstanden habe, war das dann eben so, man hat sich ja immer regelmäßig im Kaffeehaus getroffen und diskutiert. Mhm. Das ist natürlich auch ein Anreiz, so wie heute an der Uni ist ja diese Motivation da. Wenn ich eben regelmäßig in die Vorlesung gehe, bekomme ich was mit. Aber ich gehe jetzt nicht nur wegen den Inhalten rein, sondern auch wegen meinen Kollegen und wegen meinen Freunden. Also zwei Fragen. Einmal, inwieweit hat man da schon so eine alternative Bildungsbewegung in Digitalien erreicht? Und Teil 2, wie weit ist das notwendig oder ist es auch ein ganz wichtiges Ziel? Ja, also zu deiner ersten Frage, es gibt durchaus quasi Anfänge der Bewegung, würde ich sagen. Und es findet nicht nur digital statt, sondern wir haben jetzt auch vor kurzem, habe ich jetzt so zwei Treffen in Berlin veranstaltet und da kamen
Ich habe das so ein paar Tage vorher angekündigt und da kamen ad hoc über 50 Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Also da zeigt sich schon so ein bisschen, okay, dieses Bedürfnis nach Austausch und so einer gemeinsamen Community ist auf jeden Fall da. Was ich persönlich mache, ist, ich habe so Mastermind-Gruppen, also ich habe so 2, 3 junge Leute, die ähnliche Dinge tun und mit denen tausche ich mich dann so einmal pro Woche quasi über Skype aus oder war jetzt auch die letzte Woche in Wien und habe einen besucht und habe mich dann da vor Ort mit ihm ausgetauscht. Das heißt, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sich da so eine Bewegung gerade entwickelt. Ja, das ist einfach was quasi organisch wächst und was so eine, genau, das kann man, glaube ich, nicht so wirklich steuern. Was ich großartig finde, ist einfach, dass ich diese Menschen treffe, habe ich so das Gefühl, okay, ich bin nicht alleine und es gibt eine Community für das, was ich tue. Und das ist einfach unglaublich wichtig, weil dadurch, dass ich nicht in dem universitären Kontext bin und jeden Tag an die Uni komme, wo ich dann meine Community habe aus Leuten, die das Gleiche studieren wie ich, habe ich zumindest das Gefühl, okay, es gibt noch andere Leute da draußen, die zwar nicht haargenau das Gleiche machen, aber die zumindest ähnlich ticken. Und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl nach einer Community, die ich habe. Was noch so ein bisschen schade ist, dass es oftmals eben nur digital ist, weil die verstreut sind über die ganze Welt. Und da ist so einer meiner Träume ist, quasi wirklich so eine lokale Community auch aufzubauen. Und ich träume von so einem großen Haus, irgendwo am Rande von Berlin, wo dann 10 bis 15 junge Menschen einziehen, die alle eigene Projekte machen, die alle mega motiviert sind, was Eigenes aufzubauen und die dann quasi da auch zusammen wohnen und sich dann da noch viel mehr inspirieren können und gegenseitig austauschen können, als es jetzt über Skype oder digitale Möglichkeiten der Fall ist. Du, verstehst du dich so auch in dieser Kontinuität von dieser Uncollege-Bewegung in den USA? Inwiefern gibt es da Schnittmengen? Und nein? Nee, überhaupt nicht. Also das wurde oftmals so von den Medien jetzt so ein bisschen irgendwie so reingewurschtelt. Aber ich kannte Uncollege noch gar nicht, als ich den Blog wirklich gestartet habe. Also das heißt, ich habe Dell sogar getroffen jetzt im Sommer und ich finde es cool, was er macht, aber ich sehe da gar nicht so wirklich viele. Also es gibt natürlich einige Parallelen, aber ich orientiere mich nicht daran. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dein Blog, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass du auch so darüber nachdenkst, eine Akademie zu gründen, auch um Leuten vielleicht quasi wie so ein Bildungssystem für Aussteiger im Grunde zu schaffen. Ist das noch relevant? Ist das noch so eine Vision von dir? Ja, genau. Also wir arbeiten gerade daran. Ich versuche jetzt auch gerade so um mich herum so ein kleines Team aufzubauen oder mich einfach da genau, mir Unterstützung zu holen. Und weil ich alleine das gar nicht mehr alles schaffe und ich möchte jetzt gerne so eine Online, quasi ein alternatives Online-Angebot schaffen für bestimmte Dinge, die du eben nicht im Bildungssystem lernst. Und der erste große Block wird sein, okay, wie finde ich überhaupt raus, was mein Ding ist? Also wie finde ich raus, was meine Leidenschaft ist? Natürlich nicht als Patentrezept, sondern mehr als Inspiration mit Interviews, mit verschiedenen Methoden, die ich ausprobiert habe und so weiter. So als Methodenkoffer, weil das ist so eigentlich einer meiner größten Problempunkte, die ich sehe, dass du eigentlich in diesem ganzen System gar nicht die Möglichkeit bekommst, mal zu schauen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Du läufst eigentlich immer so wie auf Schienen, läufst du so durch, aber hast gar nicht die Möglichkeit, mal links und rechts abzubiegen und zu schauen, was will ich denn eigentlich? Und da wird es jetzt so ein, ich muss mal schauen, es wird wahrscheinlich ein Online-Kurs werden, den wir dann nach und nach ausbauen werden. Genau. Wenn ich deinen Blog andererseits noch mehr so anschaue, und ich habe das jetzt so über die letzten Wochen, Monate immer wieder mal so beobachtet, dann baust du dich ja auch sehr stark, also so als Marke, das wird natürlich auch ganz schön aufgegriffen, so von außen, von den Medien, aber du baust dich ja auch so ein bisschen als Marke auf. Und was ich mich immer frage, das ist der einzige so Punkt, wo ich immer so ein bisschen zum Zweifeln komme, wenn ich mir das so in die Zukunft verlängert vorstelle und wenn das jetzt ganz viele Leute so machen würden. Also wenn wir lauter solche selbstvermarktende Personen haben, die irgendwie sehr viel trommeln müssen, um auf sich aufmerksam zu machen, das wird ganz schön laut, also da draußen. Und es wird immer schwieriger im Grunde für Einzelne auf sich aufmerksam zu machen. Also man ist dann wirklich im Markt dem ausgeliefert, ja, dem Markt ausgeliefert im Grunde. Es ist echt knallharter Kapitalismus, ne, da draußen dann. Also wo jeder irgendwie darum kämpft, seine Meinung zu platzieren und irgendwie möglichst spektakulär auch, damit irgendwie Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt wird und so weiter. Das ist so das Einzige, wie denkst du darüber?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich auch beschäftige. Ich sehe mich nicht so wirklich als Trommler, sondern ich glaube, dass wenn du was raus in die Welt schickst, eine Message, und natürlich musst du dich darum kümmern, dass sie so ein bisschen verbreitet wird. Aber ich glaube, du kannst keine Message quasi als Trommler verbreiten, die nicht eine gewisse Anziehungskraft auf Menschen hat. Das heißt, die sich dann irgendwie auch durch Word of Mouth und so weiter verbreitet, wo Menschen drüber reden, wo Menschen sehen, okay, das, was da geschrieben wird oder was Bandler teilt, das inspiriert mich irgendwie, das schafft für mich irgendeinen Wert. Das ist so das Erste. Und dann glaube ich, dass es einfach, ich meine, unsere Online-Welt, es wird halt immer voller. Das heißt, du musst irgendwie schauen, wie kann ich, mein Ziel ist nicht besser zu sein als andere, und das ist so ein bisschen was uns auch im Bildungssystem gezeigt wird, sondern mein Ziel ist, anders zu sein und gleichzeitig ich selbst zu sein. So, das heißt, ich vergleiche mich nicht mit anderen, sondern ich versuche rauszuarbeiten, wer ich bin, und das quasi authentisch nach außen zu zeigen. Und ja, es gibt so einen schönen Satz, der sagt, wenn du das System verändern willst oder wenn du die Regeln verändern willst, dann musst du zuerst nach den Regeln spielen. Oder musst du die Re erst nach den Regeln spielen, um sie zu verstehen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Markus hat noch eine Frage, schrieb er. Ja, genau. Und zwar geht es auch jetzt gegen Ende unserer Session, so als Ausblick. Und ich sehe, ähnlich wie Ben, diese Gefahr, die du beschrieben hast, Anja, jetzt auch nicht so ganz gravierend, aber ich sehe was anderes. Und das ist eben angeklungen bei Ben, das Antworten, nämlich, wenn er so seine Zukunftspläne vorstellt mit dem Thema Online-Akademie oder alternative Akademie, dann hat es ja schon sowas jetzt institutionalisiertes. Und jetzt meine provokante und fiese Frage an Ben ist, wenn wir da so in der Geschichte zurückgucken, also in der Ideengeschichte, da gibt es ja Thema Aufklärung, ist ja durch Kant berühmt geworden, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen und wurde ja dann später von Horkheimer und Adorno in ihrem berühmten Buch Dialektik der Aufklärung kritisiert, nämlich dass die Idee an sich super ist, aber die Umsetzung dann genau wieder zu dem führt, was man eigentlich kritisiert hat. Und meine Frage an Ben, inwieweit, also vielleicht ist es jetzt auch noch zu früh, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da so eine Gefahr entstehen kann, dass wir dann durch die Art und Weise, wie so Alternativen aufgebaut werden, genau wieder zu den zu überwindenden Ursprungsideen kommen. Ja, das ist spannend. Und deswegen, da versuche ich einfach, dadurch, dass ich immer wieder betone, okay, was ich mache, quasi sind meine Erfahrungen, die ich weitergebe, und was ich zur Verfügung stelle, ist ein Methodenkoffer. Das heißt, ich habe kein Patentrezept. So, ich habe noch nicht mal für mich die perfekte Lösung gefunden. Ich habe für mich eine Lösung gefunden, die einigermaßen funktioniert. Und berichte einfach da über meine Erfahrungen. Und wenn wir jetzt eine Akademie oder eine Online-Universität starten, dann wird das so sein, dass es eben ein Angebot ist, wo du dir das rauspickst, was für dich passt und was jetzt nicht so ist, okay, das ist der Weg, der für jeden funktioniert. Sondern es ist quasi ein Angebot an dich, mit dem du dann machen kannst, was du möchtest. Okay, Hast Markus. du, sonst würde mich noch interessieren, wie würdest du das angehen? Hast du eine Idee, wie man das vermeiden kann, dass es quasi wieder zu dieser Institutionalisierung? Also ich denke, erstmal so, deine Haltung dazu ist schon ganz gut für den Start. Also was man braucht, ist so eine, ich nenne es immer eine aufgeklärte Aufklärung. Also muss ich ja permanent selbst einmal reflektieren, ist das noch der Weg, den ich will? Und jetzt, wo du auch sagst, ich kann mir da Dinge rauspicken, dann könnte ja jetzt auch wieder, aber nur spekulativ gesprochen, so ein Druck entstehen, Stichwort Zertifizierung. Also dass Leute dann sagen, ich möchte jetzt hier nicht an Uni XY einen Bachelor oder Master machen, sondern bei dir irgendwas mir rauspicken, aber gib mir doch mal dafür ein Zertifikat. Das haben wir jetzt auch bei der ganzen MOOC-Geschichte, wo jetzt eben auch klar wird, oder wo gesagt wird, die MOOCs, diese kostenfreien Plattformen, die können nur so lange überleben, wie Unis bereit sind, die Zertifikate anzuerkennen und umzuwandeln in ECTS-Punkte. Ja, Also, also ich handle, ich, ich, Ben? halt,
Ein Patentrezept habe ich da nicht. Ich denke, man muss sich einfach bewusst werden, dass wir in einem neoliberalen Zeitalter leben und dass dann so Dinge hochkommen wie die Anrechenbarkeit von Abschlüssen, Transferierbarkeit und so weiter. Mhm. Ja, da ist mein Standpunkt, dass ich nicht viel von Abschlüssen halte, weil was sowieso gerade stattfindet, ist einfach eine Inflation, also eine akademische Inflation, dass quasi immer mehr Menschen machen einen Abschluss, das heißt, der wird sowieso weniger wert und in 10 Jahren werden wir so weit sein, dass wahrscheinlich ein Hochschulabschluss so viel wert ist wie ein Abitur heute, kühn gesprochen. Das heißt, ich glaube nicht an Abschlüsse und an irgendwas, was auf Papier steht, sondern ich glaube an Skills. Und ich glaube daran, dass du als Mensch zeigen kannst, was du für Skills hast und die dann quasi den Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst, irgendwie so zu präsentieren, dass die dir das abnehmen. Und das ist das, was ich Menschen zeigen möchte. Und dafür brauchst du im Endeffekt gar kein Zertifikat. Das finde ich ein gutes Schlusswort eigentlich. Wir können das ja mal so beobachten, wie das sich so hier weiterentwickelt. Welches Skillset strebst du so als nächstes an? Also was ist für dich so der nächste Meilenstein, den du jetzt so angehst? Ist das dieser Kurs, Ben? Genau, der Kurs auf jeden Fall. Also so einen Online-Kurs quasi bauen zu können. Dann werde ich mich dem Schreiben widmen. Auf jeden Fall. Und das große Ziel ist wirklich, großartige Mentoren zu finden. Also wirklich Menschen zu finden, die sehr, sehr, auf mich eine sehr, sehr hohe Anziehungskraft haben und irgendwie Wege zu finden, mit denen zusammenzuarbeiten und von denen zu lernen. Sehr gut, das ist doch mal was. Genau. Da bin ich mal gespannt, wen du da so findest. Ich glaube, das ist mit einem Buch gar nicht so einfach. Ja. Und ein Buch ist in Planung. Okay. Genau. Vielen Dank, Ben, für deine Zeit. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Wir beenden das Ganze jetzt hier, damit man das Ganze noch konsumierbar halten. Ja. Ja, ich denke, wir werden früher oder später bestimmt, werden sich unsere Wege wieder mal kreuzen. Ich wünsche dir alles Gute. Und danke. Ich danke euch für die spannende Unterhaltung. Ich hätte jetzt noch echt eine halbe Stunde locker weiterquatschen können. Ja, geht mir genauso, aber können wir ja aufhören. Genau, danke, wir Anja, danke, Ben. Macht's gut, da draußen. Tschüssi. Ciao, danke schön.